Ja, liebe Schüler, ihr könnt jetzt gut die schriftliche Addition. Es heißt jetzt nicht, dass ihr alle Aufgaben mit der schriftlichen Addition lösen müsst. Das ist keine Pflicht. Ihr entscheidet bei jeder Aufgabe, ob ihr sie im Kopf rechnet oder ob ihr sie schriftlich rechnet. Ich habe euch mal zwei Aufgaben aufgeschrieben. Welche Aufgabe würdet ihr denn im Kopf rechnen? Natürlich die untere. Die untere kann ich ganz schnell im Kopf rechnen. Da brauche ich nicht die schriftliche Addition dafür. Das wäre zu kompliziert. Das sind nämlich 552. Bei der ersten Aufgabe wird es schon schwieriger. 368 plus 571. Wer das im Kopf rechnen kann, Spitze. Kein Problem, dann soll er es im Kopf rechnen. Ich persönlich würde es lieber mit der schriftlichen Addition rechnen, weil ich mir da einfach sicherer bin. Das heißt, ich nehme einfach mein Heft und schreibe die Aufgabe auf. Und berechne sie. 7 plus 8 gibt 15. Schreibe 5, übertrage 1. 1 plus 1 plus 6 gibt 8. Schreibe 8. 5 plus 3 gibt 8. Schreibe eine 8. Es sind also 885. Das habe ich mit der schriftlichen Addition berechnet. Es gibt noch ein paar Tricks. Zum Beispiel, wenn ich habe 299 plus 627. Das kann ich natürlich auch mit der schriftlichen Addition rechnen, wobei ich einfach die Aufgabe rechnen würde: 300 plus 627. Also statt 299 rechne ich einfach 300. Das ist einfach eins mehr. Ja, das kann ich wieder im Kopf rechnen. 300 plus 627 ist ganz leicht 927. Und jetzt habe ich hier ja eins zu viel hingemacht. Also muss ich hier wieder eins wegmachen. Dann ist 299 plus 627 926. Ja, also auch solche Aufgaben kann ich vielleicht auch besser im Kopf rechnen. Das gleiche gilt für solche Aufgaben. 450 plus 388 plus 50. Kann ich natürlich auch schriftlich untereinander rechnen, kein Problem. Ich würde es im Kopf rechnen, weil ich kann einfach zuerst diese zwei Zahlen addieren. 450 plus 50 ergibt 500. Ich schreibe es mal hier hin, dass ihr das seht. Und jetzt muss ich nur noch die zweite Zahl addieren, die 388. Also ergibt das insgesamt 800. 88. Ja, also, ihr müsst einfach selber entscheiden, ob ihr das lieber schriftlich rechnet oder im Kopf. Ihr müsst euch sicher sein. Das Wichtige ist, dass ihr einfach auch richtig rechnet. Das ist entscheidend. Wie ihr das rechnet, ist egal. Es muss richtig sein.